im österreichischen Nationalrat, genauer gesagt im Hauptausschuss, da wurde heute der Lockdown für Ungeimpfte verlängert, wieder um mehrere Tage, nämlich um 10 Tage, wie auch bereits die Male zuvor. Von der Opposition wurde dies kritisiert, allen voran von den Neos und auch der FPÖ. Von der Regierung wurde das hingegen sehr positiv aufgenommen. Aber nicht nur das war heute Thema, es ging auch um eine Reihe anderer Themen aus der Verordnung und aus den Verschärfungen, die mit Omikron einhergehen, beispielsweise der 2-Meter-Abstand, wo ja Masken im Freien getragen werden sollen, hört man immer wieder, die Menschen sollen das nach eigenem Ermessen machen, die würden das bereits gelernt haben und in anderen Ländern würde das auch gut funktionieren. Jetzt weiß man, dass das in der Praxis natürlich ganz anders aussieht und auch die Polizei ist hier sicherlich dann gefordert, mit Fingerspitzengefühl auch vorzugehen. Aber nicht nur das war ein Thema, die Neos beispielsweise in Person von dem Abgeordneten Lorca haben in der Verordnung kritisiert, das wäre eigentlich fast so etwas wie ein Quiz, da es unverständlich sei und man Jurist sein müsse, um hier überhaupt noch zu verstehen, worum es ginge. Das hat die Regierung vom Tisch gewischt und andere Dinge, die momentan auch heiß diskutiert werden, wie beispielsweise der Vorschlag von Professor Bergthaler, die PCR-Gültigkeitsdauer herunterzusetzen, denen will man hier nicht vorgreifen, aber das wird sicherlich auch in den nächsten Tagen ein großes Thema sein.